Der Galvi-Vorplatz der Universität Innsbruck ist für viele Studierende ein bekannter Anblick. Doch wie erleben die Studierenden die Universität bei Nacht? Zwei Lehrende haben sich mit dieser Frage beschäftigt und das Projekt Universities at Night ins Leben gerufen. Das Projekt ist entstanden eigentlich durch einen Zufall oder durch einen Zwischenfall an der Universität. Und zwar bin ich selbst schon seit längerem an der Universität angestellt. Und wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann arbeitet man oftmals bis spät in die Nacht hinein. Und manchmal mehrere Stunden, also bis 23, 24 Uhr. Und dann hält man sich als Wissenschaftler auch in diesen Räumlichkeiten auf und ist dann immer eigentlich sehr erstaunt, wie anders sich dieser Kontext bei Nacht anfühlt und wie anders man den auch wahrnimmt. Mit einer analogen Kamera halten Studierende der Universitäten Innsbruck, Salzburg, Graz und Wien ihre nächtlichen Erfahrungen fest. Wir sind nämlich gerade davon überzeugt, dass das Künstlerische die Möglichkeit besitzt, mehr abzubilden als herkömmliche Methoden, sei es jetzt Interviews, sei es jetzt sozialempirische Methoden. Und dieses Mehr, was uns gerade das Alltägliche und Vertraute besser erschließt, finden wir in der Fotografie. Noch ist das Projekt in vollem Gange. Auf das Ergebnis der nächtlichen Erkundungen sind die Lehrenden aber bereits gespannt.